Wenn ihr Dinge über Frühmittelalter, Mittelalter, Spätmittelalter und viele andere Dinge erfahren wollt, dann kommt jetzt hierher und hört euch das an und schaut euch das an. Das, was ihr jetzt dann hier gleich seht, ist in seiner Qualität einzigartig tatsächlich in Europa. Und ich arbeite gar nicht für die, sondern ich habe es nur gesehen. Wenn man sich nicht für Mittelalterkram interessiert, sollte man trotzdem da bleiben, weil vielleicht interessiert man sich ja danach. Wer sich auch danach nicht dafür interessiert, den soll die Pest fressen. Nein, das war aber nett gemeint, ehrlich gesagt. Ja, da bleibst du mal lieber hier. Nur wenige Minuten später. Habt ihr lange dafür? Hallo. Ewig dafür gelernt. Das machte mich. Dein Skrotum liegt auf meinem Kram. Ja, du kannst tolle Sachen. So, wir sind an. Ja, schön daran. Hallo, hallo. Wir sind hier in unserer historischen Ecke mehrere Gewerke zusammen. Das hier ist der André von Geschichtsfenster. Und André hat hier ganz was unglaublich Liebevolles aufgebaut in diesem Zelt, nämlich ein komplettes Bild der sachkulturellen Wirklichkeit, des 15. Jahrhunderts. Und er wird uns auch seine Rüstung gleich präsentieren. 6,5 Stunden später. Im Frühmittelalter stellt man als erstes fest, das Mittelalter kann man gar nicht ohne die Römer erklären. Ohne die Römer muss man da irgendwo in der Luft anfangen. Rom war ein unglaublich strahlkräftiges Imperium, an das man sich sehr, sehr lange erinnert hat. Ihr wisst vielleicht noch aus der Schule, Karl der Große wollte nach römischem Vorbild wieder Kaiser sein, wie man früher Kaiser gewesen ist. Und das ist nicht isoliert zu betrachten. In jedem Bereich des Lebens wollte man mehr so sein wie die Römer. Deshalb fangen die frühmittelalterlichen Krieger an, indem sie ganz, ganz viel römische Gebräuche nachmachen. Als erstes ist da zum Beispiel das Schwert zu nennen. Das frühmittelalterliche Schwert ist der römischen Sparta sehr ähnlich. Das Ganze liegt auch ganz viel daran, wie die Sozialstruktur funktioniert, wie sich Gesellschaft entwickelt. Und das können wir übers Frühmittelalter, über die Spätantike beobachten. Zu Philipps Zeit, hier Philipp präsentiert uns nochmal so ein Schwert, das ist ein typisches Schwert der Wikingerzeit, etwa 950 nach Christus. Und das hat zwar diesen lustigen Kronenkamm hier oben, aber ansonsten von der Bauweise, davon, wie die Klinge aufgebaut ist, ist es ein römisches Reiterschwert praktisch. Davon nicht sehr verschieden. Und diese frühen Kämpfer, so wie Philipp hier gerade angetan ist, mit einem schönen Kaftan und seinem Schwert an der Seite, diese frühen Kämpfer sind organisiert als Profis. Da hat der Feudalismus noch nicht in ganz Europa Einzug gehalten. Da gibt es einen kleinen Fürsten und der hält sich seine Leute in Vollzeit. Der hält sich wirklich eine Mannschaft aus Kriegern, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als zu trainieren und eventuell Bier zu trinken. Ansonsten machen die nicht viel. Ja? Ein Fürst, wie viele Mann hatte der unter seinem Sold? Also reden wir von 50, reden wir von 100 oder von 200? Von all dem genannten. Also ein Fürst ist gerade im Frühmittelalter einfach ein relativ usurpierter, ausgedachter Titel. Da funktioniert Feudalismus noch nicht. Da gibt es nicht einen Papst und einen Kaiser, der sagt, ich bin der Kaiser, ich gebe dir hier ein Lehen, jetzt bist du mein Lehnsmann und dann bist du entweder Baron, Ritter, Graf oder Herzog. Nein, da gibt es kleine Heerführer, die sind Herr von vielleicht 3-4 Dörfern und 200 Fischern. Und können es sich gerade von dem, was sie produzieren, leisten, sich eine Mannschaft von 30 Profikriegern zu leisten. Und die nimmt man dann und geht auf die Jagd und überfällt zum Beispiel seinen Nachbarn. Immer beliebt gewesen. Man nimmt dort mit,
was geht, das bisschen Silber, das die haben, vielleicht ein bisschen Bernstein, ein paar Hühnchen, aber auch Sklaven. Diese ganzen Dinge und vor allem die Sklaven verscherbelt man dann für arabisches Silber an Händler aus Fernost, gerne auch über Zwischenhändler, und so hat man mehr Geld und kann diese 30 Mann hauptberufliche Krieger ausbezahlen. So ungefähr funktioniert das. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, welche Probleme hat so ein System. Ich habe 30 Krieger und es muss mit denen auf Raubzug gehen. Der Nachbar holt sich 40 Krieger. Verdammt, ich brauche auch 40 Krieger. Raubzüge werden größer, das Land wird ärmer, die Bauern bluten aus. Das ist tatsächlich auch etwas, das wir in Gegenden, wo dieses System lange Bestand gehabt hatte, sehen. Das sieht man als Anthropologe, das sieht man als Archäologe. Die Bauern dort bluten wirklich aus. Man sieht zum Beispiel in Nordostdeutschland, da gibt es so eine Gegend, Mecklenburg, Brandenburg, wo eben diese Art zu wirtschaften heidnisch noch sehr lange Bestand hat. Bis ins 12. Jahrhundert sind die Heiden und arbeiten genauso und nicht feudalistisch. Und wenn man sich die Jungs anguckt, das waren praktisch durchgeknallte Taliban ihrer Zeit. Es ist wirklich schockierend. Die haben die neuesten Waffen, die haben die besten Schwerter, die besten Kettenhemden, das alles wirklich nach westlicher Mode von den Franken gekauft oder geraubt. Die sind militärisch super aufgestellt. Und jetzt finden wir so Knochen von Bauern und an denen sieht man unglaublich viel Hunger, Missernährung, schlechte Ernten und die haben gar nichts, ja. Also ein Riesenunterschied zwischen dieser Kriegerkaste und dem normalen Bauern, der für die bezahlen muss. Und das ist ein Problem. Das schaukelt sich hoch, Krieg ernährt den Krieg und das löst praktisch erst der Feudalismus, der das Ganze ein bisschen beruhigt und sagt, ich gebe dir, einem Krieger, einen gewissen Bereich zum Lehen, dafür musst du Kriegsfolge leisten. Das ist ein bisschen anderes System, aber extrem viel nachhaltiger erstmal. So, Philipp, wolltest du noch etwas vormachen? Ja, du kannst ja mal sagen, was man hier so sieht. Genau. Wir wollen ja noch ganz viel zu Kampfesweise machen. Ich habe hier nur mal so den sozialhistorischen Grundstein gelegt, keine Sorge. Es wird weniger verschult demnächst. Also, Philipp hat hier sein Römergedächtnisschwert in der Hand und auch so ein bisschen Römergedächtnisschild, denn die späten Römer hatten auch Rundschilde. Viele wissen das nicht. Rom hatte für seine Grenztruppen immer weniger Geld. Das waren nicht mehr diese super ausgerüsteten Legionäre der frühen Zeit. Irgendwann hat man denen einfach nur eine schöne Tunika gegeben, einen breiten Gürtel, einen Helm und dafür aber einen großen Rundschild, damit die halt auch sich ein bisschen geschützt fühlen. Und im Frühmittelalter hat man eben auch diese noch römischen Rundschilde getragen. Die sind in der Mitte werden die gegriffen. Wozu sind die gut? Die sind weniger gut, um in Formation 200 Mann stehen nebeneinander zu kämpfen. Denn wenn Philipp sich jetzt so in Formation stellt, das kann er alleine, das kann er mit dem Wastel. Ah, ich krieg den Schild. Okay, genau. Genau, sehr gerne. Nein, wir wollen jetzt Formationen vormachen, Philipp. Genau. Also, wenn wir uns so hinstellen, in so einer Formation, fallen euch Dinge auf. Was wir im Fernsehen nicht sehen, ist so eine Schlacht. Da würden ganz viele Steine fliegen, denn wie Hooligans heutzutage war das auch damals, also die hatten weniger Bierflaschen, aber dafür hatte man Steine und die flogen dann erstmal. Und Wurfspeere und Pfeile, weil Entfernung ist toll. Irgendwas auf Entfernung entscheiden ist super. Die Heere des Frühmittelalters waren keine Gruppen von Frettchen auf Drogen, die wild schreiend aufeinander zugerannt sind, um möglichst geil zu sterben. Die Leute wollten komischerweise irgendwie überleben. Ich weiß, das kommt einem sonderbar vor, wenn man viele Filme gesehen hat, aber die wollten alles erstmal auf Entfernung machen. Die anderen mit Steinen, Pfeilen, mit Wurfspeeren bewerfen und wenn man das überhaupt nicht mehr vermeiden konnte, dass man irgendwie Kontakt zu dem anderen aufnimmt, hat man Speere genommen. Und jetzt stellt euch vor, uns steht so eine Wand aus Speeren gegenüber. Ja, dann haben wir ein Problem.
Aber das funktioniert doch im Reenactment-Kampf auch. Wenn ich meinen großen Rundschild direkt vor meinen Körper halte, kann ich nicht getroffen werden. Ja, es gibt natürlich so Kampfsysteme, die Schlachten auf eine sichere Art und Weise simulieren wollen. Und was die machen, ist, die nehmen den Kopf und die Beine als Trefferzone raus. Das heißt, wenn ich mir meine Welt so zurechtbastle, bin ich jetzt total safe. In der Realität leider Gottes nein. Da würde uns ganz, ganz viel ins Gesicht gestochen werden, ganz, ganz viel auf die Füße. Also dazu ist dieser Schild nicht gut. Wozu ist er super gut? Wir sind kleine Gruppen, wir stehen nicht unbedingt in Formation. Irgendjemand bewirft uns mit besagter Mischung aus Steinen, Flaschen, Wurfspeeren etc. Das Ding ist ein super Regenschirm. Bam, da kann ich den ablegen und bin eigentlich relativ sicher. Es gibt da so einen Bericht über die ganz, ganz, ganz berühmte Schlacht bei Hastings. Und da werden die Angelsachsen von den Normannen immer weiter zurückgedrängt auf so einem Hügel. Und irgendwann, sagt man, standen die Angelsachsen so nah zusammen, dass sie es nicht mehr geschafft haben, wegen dem Gedränge ihre Schilde hochzukriegen. Und dann plötzlich war dieser Beschuss von Seiten der Normannen extrem wirkungsvoll. Und da haben die Angelsachsen dann wirklich angefangen, extreme Verluste zu kassieren. Das andere, wie benutzt man so ein Schild ansonsten? Wenn wir jetzt wirklich so wikingerzeitliche Konflikte haben und sagen, okay, wir haben kleine Gruppen, wir haben hier 11 Freunde, die sind von Norwegen nach England gefahren, um sich was dazu zu verdienen, weil das sind alles irgendwie dritte Söhne und in Norwegen ist übel, da erbt man nichts mehr und alles ist aufgeteilt und man muss ein bisschen seinen Horizont erweitern. Und die kämpfen jetzt gegen andere Menschen, die diesen Rundschild benutzen. Kämpft man folgendermaßen. Erstmal gegen einen anderen Rundschildträger brauchte Philipp möglichst viel Reichweite. Wie schafft er sich Reichweite? Indem er mit rechts vorne steht. Genau, weil wenn er jetzt seinen linken Fuß genau dahin stellt, wo sein rechter Fuß ist, würde er sich verkürzen. Seine Schulter geht einfach zurück.